Eines der teuersten Bergzelte überhaupt. Wo hört Innovation auf und wo beginnt absoluter Nonsens? Und warum kann man für ein Zelt eigentlich so viel Geld ausgeben wie für eine Pauschalreise, wenn es doch auch Zelte für ein Zehntel des Geldes gibt? All das und vieles mehr klären wir heute beim großen Test des MSR Remote 2. Bevor wir mit den harten Fakten starten, möchte ich noch kurz über den Eckpfeiler dieses Zelts sprechen und ihn etwas in Relation setzen. Den Preis. Ob und wie er gerechtfertigt ist, das klären wir später nochmal, doch worauf ich jetzt noch hinweisen will, sind andere Zelte. Denn natürlich gibt es 5-Mann-Zelte, die luxuriös ausgestattet sind und mehr an ein Wohnmobil ohne Räder erinnern als an ein Zelt. Und die kosten dann natürlich auch mal 2.500 Euro. Aber um die geht's hier auch in den Vergleichen heute gar nicht. Es geht lediglich um Zelte für das Bergsteigen für 2 Personen. Und hier kann ich gleich mal sagen, betrachtet man dieses Segment recht isoliert, ist bzw. war das MSR Remote 2 eines der teuersten Zelte der Welt. Mittlerweile ist es im Preis minimal gefallen und dadurch nicht mehr an der Spitze, aber für viele noch immer eine schmerzhafte Summe. Doch kommen wir zur Begründung. Warum kostet ein Zelt 5-mal mehr als die vermeintliche Konkurrenz? Bei Textilien schimpfe ich ja oft immer drüber, dass es hier Marketingkosten sind, dass hier Kunden über den Tisch gezogen werden, dass die Marge teilweise gern 500% der Herstellungskosten beträgt und so weiter. Hier ist das in gewisser Weise anders. Vor allem die verarbeiteten Materialien, aber auch das Konzept und vieles mehr ist gut durchdacht, wodurch man vorweg sagen kann, dass der Preis nicht unbedingt nur aus Promotion und Marketing entstanden ist. Aber schauen wir uns nun die harten Fakten mal wirklich an. Schauen wir uns an, was dieses Zelt eigentlich so mitbringt. Für viele ist sowohl das Gewicht als auch das Packmaß nämlich der wichtigste Faktor beim Zelt. Und das sollte auch hier bedacht werden. Das Zelt wiegt 3,1 Kilogramm, doch auch die Abmessungen sind auch nochmal spannend, denn 52 cm ist die Packung lang, 20 cm breit und 16 cm hoch. Damit ist das Zelt spürbar größer als normale 2-Personen-Zelte, dennoch aber kleiner als manche Konkurrenten im Segment der Expeditionszelte. Somit gilt durchschnittliches Gewicht und durchschnittliches Packmaß. Bei den Materialien setzt man auf die aktuell hochwertigsten Möglichkeiten, die am Outdoor-Markt gut funktionieren und trotzdem möglichst leicht sind. Zum Einsatz kommt reißfestes Polyester mit PU-Beschichtung und DWR-Imprägnierung beim Überzelt. Das Vordach besteht aus Nylon, ebenfalls mit DWR-Imprägnierung und der Boden, der mit 10.000 mm Wassersäule sehr nässeabweisend ist, der ist ebenfalls nochmal aus Nylon, wobei hier nicht nur eine DWR-Imprägnierung, sondern zusätzlich eine PU-Beschichtung integriert ist. Klingt ja im Papier alles sehr gut. Doch was bei einem Zelt, gerade bei harten Touren und schwierigen Bedingungen, natürlich sehr wichtig ist, ist das Gestänge. Denn ja, natürlich muss bei hohen Windgeschwindigkeiten und Nässe der Stoff halten. Doch die Stangen sind leider oft ein Grund für eine kaputte Tour oder ein kaputtes Zelt. Beim MSR Remote kommen keine Alu- und auch keine Carbonstangen zum Einsatz. Das hat einen guten Grund. Aluminium biegt sich fröhlich herum, was schnell mal dazu führt, dass die Stangen nicht mehr in die Ursprungsform zurückkehren. Carbon wiederum ist zwar leicht, bricht aber deutlich schneller. Daher hat MSR mit der Firma Easton zusammengearbeitet und von Easton die Cyclone Max Stangen gekauft. Diese sind aus Verbundwerkstoff gefertigt und sind damit so leicht wie Aluminium und trotzdem nicht leicht zu biegen. Tests von Easton zeigen, 130 km/h Wind sind definitiv kein Problem. Der Verbundwerkstoff gibt natürlich bei gewisser Belastung nach und ist biegsam, kehrt aber bei Entlastung wieder in die ursprüngliche Form zurück. Und ein Bruch ist nahezu auszuschließen. Selbst wenn man die Stange einmal komplett zum Kreis biegt, ist keine Materialschwäche zu erkennen. Das alles scheint recht überzeugend. Außerdem sprechen die harten Fakten für den Einsatz als Zelt für Expeditionen, aber auch für Touren im Winter bei richtig schlechten Bedingungen. Doch natürlich fehlen für einen guten Überblick zum Zelt auch ein paar praktische Fragen und natürlich auch Antworten. Wie gut man darin steht und sitzt, wie das Vordach funktioniert, wie es sich abspannen lässt, der Aufbau und vieles mehr, all das erzähle ich euch jetzt am Techniktisch. Fangen wir aber beim Anwendungsbereich an. Der Anwendungszweck wird bei Zelten nie vorgegeben. Das hat für Hersteller natürlich den großen Vorteil, sie können es an alle Menschen theoretisch verkaufen und vermarkten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ein Zelt natürlich in vielen Situationen, bei vielen Bedingungen für den einen oder anderen immer noch geht, während es für andere dann schon wieder nicht mehr so
praktikabel ist oder eben auch nicht. Natürlich ist ein Zelt vor allen Dingen darauf ausgelegt, mich bei Wetter und Witterung zu schützen, aber die Frage ist natürlich auch, wie lange möchte ich das Zelt denn haben? Ich kann Ultralight-Zelte, die 300, 400, 500 Gramm oder sowas wiegen, also super leichte Tarp-Konstruktionen, natürlich auch für die Expedition verwenden, aber erstens schränkt mich das natürlich sehr stark im Komfort an und zweitens kann es dementsprechend auch sein, dass ich dieses Zelt dann nur ein- oder zweimal verwende, bis ich es wieder austauschen muss. Das Remote 2 hat beim Anwendungsbereich eher auf die Zielgruppe, Expeditionen, sehr anspruchsvolle Winterbedingungen und so weiter abgesehen. Also ich glaube nicht, dass jemand im Sommer, in einem warmen, lauen Sommer, in der Nacht wirklich gerne unbedingt dieses schwere und doch eher klobige Zelt mit sich mittragen will. Wie gesagt, wir sprechen hier doch immer vom halben Meter. Das ist nicht nix. So, zumindest das mal zum Anwendungsbereich. Schauen wir uns die Frage nach dem Packmaß an. Ja, man braucht sehr viel Platz im Rucksack dafür. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich das Zelt zum Tracking, Wintertracking, Skitour-Tracking, Skitour-Mehrtagestour verwenden möchte, dafür wäre es zum Beispiel auch sehr gut geeignet, was eine deutlich breitere Zielgruppe ist, als beispielsweise die Expeditionsgeher. Dann ist es definitiv okay vom Packmaß her, weil unsere Rucksäcke dann in der Regel ohnehin sehr groß sind. Das Zelt wird da wahrscheinlich nicht mal das größte Problem sein, da kommen denen dann auch einfach die Masse dazu, Schlafsack, Isomatten, vielleicht gleich mehrere Isomatten etc. Man will es ja dann doch eher warm haben bei Ski-Mehrtagestour. Gut, zumindest mal zu dem Thema. Reden wir über den Aufbau. Der Aufbau ist für einen Könner leicht und relativ verständlich, wenn man vom Innenzelt spricht. Ich würde sagen, jemand, der das Zelt schon mal aufgebaut hat, kriegt das Innenzelt in roundabout 4 Minuten hin. Das ist wahnsinnig schnell, finde ich, denn 4 Minuten, das ist so diese kritische Marge, wo ich sage, da will ich es das erste Mal irgendwie haben, dass ich geschützt bin. Wir reden jetzt von widrigen Bedingungen, wir reden nicht von 20 Grad Sonnenschein. Da sind 4 Minuten okay. Das Zelt lässt sich sehr gut mit Handschuhen aufbauen, das Zelt lässt sich auch sehr gut mit dickeren Handschuhen aufbauen und auch mit ordentlich eingepackt. Das Innenzelt, wir reden jetzt mal nur vom Innenzelt. Das Außenzelt ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Jedenfalls ist es brauchbar im Prozess des Aufbaus, weil es sich von selber erklärt, man muss es theoretisch noch niemals aufgebaut haben. Man findet allein durch das eine Bild, das hier auf der Innenseite von der Hülle ist, findet man sich eigentlich ausreichend zurecht. Es ist ausreichend zurecht, es ist wirklich, wirklich detmer einfach. Die Frage ist jetzt nur, reicht mir bei solchen Bedingungen ein Innenzelt? Ja. Nein. Es braucht schon eher dann auch noch ein Außenzelt, gerade wenn die Bedingungen wirklich mies sind, wenn es kalt ist, wenn es nass ist, wenn es viel schneit, dann sollte das Außenzelt natürlich drüber. Und das ist bei diesem Zelt ein ganz anderes Kapitel. Alleine das Außenzelt anzubringen, so dass es dann wirklich passt, ist eine Seuche. Es ist eine Pest. Man kriegt das nicht richtig schön hin. Also auch in den Einblendungen, die ihr jetzt gerade die ganze Zeit seht, das hat mich keine Ewigkeit gedauert, aber es hat mich auf jeden Fall viele Nerven gekostet und vor allen Dingen, es war auch am Ende nicht perfekt. Die Idee ist nämlich, dass diese Nähte immer an den Stangen des Innenzelts anliegen, dann hast du es quasi richtig gemacht und auch mit dem Vordach und dem Eingang und so, das sollte dann alles übereinstimmen, aber in der Praxis, es ist zum Verzweifeln. Naja, wie auch immer, das ist leider Fakt. Das Außenzelt ist schwierig. Alleine, zu zweit geht es jedenfalls besser. Kommen wir auf jeden Fall im Zuge des Außenzelts auch noch zu dem Thema Heringe, Abspannmöglichkeiten und so weiter. Hier hat MSR sich gedacht, überall, wo wir eine Schlaufe dran machen können, da machen wir auch eine Schlaufe dran. Und das haben sie konsequent durchgezogen. Du kannst dieses Zelt, das Außenzelt, so oft abspannen, wie du willst. Du kannst, ich weiß nicht, ob man in Geschäften so viele Heringe kaufen kann, wie man in dieses Außenzelt investieren kann. Es ist unfassbar. Du hast für jede Ecke eine Abspannmöglichkeit. Okay, fair enough, das ist logisch. Du hast für jede Kante mindestens eine Abspannmöglichkeit. Auf den kurzen Kanten hast du eine, auf den langen Kanten hast du zwei. An der Form, am Vordach hast du drei, glaube ich. Ja, da hast du sogar drei an der Kante. Das ist
wo man noch sagen, okay, man muss hier nicht alles nehmen, ja. Da, aber es ist ja noch lange nicht vorbei. Du hast an den Kanten Abspannmöglichkeiten, du hast an dem Vordach zwei Abspannmöglichkeiten, du hast an der Kante zum Vordach, zum regulär, also zum vom Eingang zur normalen Außenzeltwand, hast du Abspannmöglichkeiten, du hast an den Wänden, also an den flacheren Stücken, hast du Abspannmöglichkeiten und das auf jeder Seite zwei. Und du hast zusätzlich, also da ist überall das dementsprechende Paracord dran, damit du das alles super abspannen kannst. Und dann haben sie zusätzlich noch zwei oder drei Befestigungsmöglichkeiten für eigenes Tarp dran. Du könntest dieses Zelt quasi in alle Himmelsrichtungen abspannen und auch nach oben hin gefühlt, weil so viel Platz hat man am Boden in der Regel gar nicht. Also es ist absurd, wie oft man das Ding abspannen kann. Warum erwähne ich das so? Naja, weil es bei anderen Zelten halt nicht so ist. Der große Vorteil daran ist natürlich, dass man die Lautstärke des Zeltes bei mäßigen Windgeschwindigkeiten tatsächlich auf ein Minimum reduzieren kann. Die Kontaktfläche zwischen Außenzelt und Innenzelt ist minimal, absolut minimal. Und trotzdem kann man aber das Gestänge, das logischerweise außerhalb des Innenzelts verläuft, also man hat den Aufbau, man sieht das ganz gut in den Einblendungen, Innenzelt, Gestänge, Außenzelt, logisch. Und du kannst dann das Außenzelt natürlich mit so Klettclips einfach an das Innenzeltgestänge dran machen und dann ist das dementsprechend auch verbunden und selbst wenn alle Heringe ausreißen würden, es würde immer noch halten, aber ganz ehrlich, bis einem 12 Heringe ausreißen, das dauert. Tatsächlich ist das Ärgerlichste daran eigentlich, dass MSR wahnsinnig viele Möglichkeiten ermöglicht, aber selbst dann das technische Material dafür nicht beilegt. Ich meine, wir sprechen hier von einem 1000, mittlerweile nur noch 900 Euro teuren Zelt. Das ist schon ganz schön frech, dass man hier nicht einfach es schafft, die Möglichkeiten mit Heringen zu ergänzen. Also, oder um es anders zu formulieren, es sind nicht genug Heringe drinnen. Natürlich, das sind Carbonheringe, Ultralight, wahnsinnig teuer in der Herstellung, da bin ich mir sicher. Aber dann muss halt auch das Zelt nochmal kurz etwas teurer werden. Oder man lässt die Abspannmöglichkeiten weg, aber dass man sagt, wir verkaufen das Zelt ein bisschen günstiger, dafür legen wir nicht alles bei. Das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht ja niemand zum Autohändler und sagt, hey, ich würde mir gerne ein Auto kaufen, aber ich möchte nur so viel Geld ausgeben. Der Autohändler sagt ja auch nicht, ja, Sie können dieses Auto haben, das Lenkrad kaufen Sie sich einfach später nochmal dazu, dann können wir es jetzt billiger hergeben. Glaube ich nicht. Egal, aber vom Prinzip her ist es irgendwie schon so. Naja, jedenfalls muss man Heringe beilegen, wenn man die Ultralight-Heringe von MSR dazu kaufen will. Die sind natürlich teuer, klar. Aber wenn man alles ausstatten möchte, dann kommt man definitiv nicht, also wenn man alle Abspannmöglichkeiten nutzen möchte, dann kommt man nicht unter 12 Heringe aus, besser eher 14, denn es gibt dann eben nochmal kleine Zusatzmöglichkeiten. Im Innenleben des Innenzelts schauen wir dahin, wo wir dann auch schlafen. Da ist es relativ gemütlich tatsächlich. Also wir haben einen sehr dünnen Boden, da muss man aufpassen, immer den Footprint verwenden, der leider auch extra kostet. Ihr seht schon, das Zelt steht nicht für sich allein leider. Der Boden ist relativ dünn, er wirkt wertig, aber er wirkt sensibel. Man möchte ihn einfach nicht so wirklich gerne auf ungutes Material stellen. Also, ja, Footprint. Dann gibt es aber sehr, sehr viele Aufhängungsmöglichkeiten. Natürlich in der Mitte. In der Mitte oben habt ihr die typische Aufhängung für die Lampe. Man hat noch weitere Aufhängungsmöglichkeiten. Man hat an jedem Gestänge sozusagen auch nochmal innen eine Schlaufe, wo man was dranhängen kann mittels Paracord oder wie man sich das dann eben macht. Das ist sehr, sehr angenehm. Man hat sehr viel Platz. Es ist ein Zwei-Personen-Zelt. Das hier ist die Zwei-Personen-Variante. Das Remote 2. 2 lässt nicht auf die Modellnummer, sondern eben auf die Personen, die reinpassen. Es gibt dann auch ein Remote 3 beispielsweise. Man braucht zu zweit aber nicht mehr. Das möchte ich auf jeden Fall betonen, denn wenn wir jetzt den Schwenk rüber machen zum Vordach, dann sehen wir haben ja viel, viel Platz. Wir haben wirklich viel Platz. Wir haben Platz für zwei große Tracking- oder Expeditionsrucksäcke. Bis 70 Liter sehe ich da überhaupt kein Problem, dass zweimal die Ausrüstung plus Schuhe plus technische Ausrüstung hinpasst. Das geht gut. Das Innenzelt ist aber relativ gut isoliert. Wir haben keine bei unseren Anwendungen hatten wir keinerlei Probleme mit Wasser oder mit Feuchtigkeit drin oder mit Nässe, die von unten hochkommt, auch nicht bei nassem Untergrund. Das ist
absolut kein Problem, aber dadurch, dass es so dünn ist, kühlt es natürlich ordentlich aus, was dann aber eben den Spagat schafft zwischen doch recht geringem Gewicht und trotzdem für extreme Anwendungsgebiete gedacht. Ich möchte auch auf jeden Fall noch mal kurz zu den Eingängen zu sprechen kommen. Ich finde die Idee wahnsinnig gut, in einem Zelt zwei Eingänge zu verbauen, Innenzelt plus Außenzelt, und trotzdem aber eben nur ein Vordach zu haben, weil ja, viel mehr braucht es auch nicht. Dieses Zelt braucht brutal viel Platz, sowohl im Aufbau als auch im Abbau, als auch wenn es einfach so für sich allein steht. 5 Quadratmeter wird man schon brauchen als Fläche, sonst wird das wirklich eng. Das Zelt ist relativ geräumig innen und hat den großen Vorteil, dass es dadurch, dass das Außenzelt so großräumig abgespannt wird, dieses Platzproblem. Also wer zum Beispiel im Sommer mit dem Zelt unterwegs sein möchte, der lässt das Außenzelt einfach weg und ist nur mit dem Innenzelt unterwegs, denn das ist sehr viel platzfreundlicher. Gesetzt im Fall natürlich, dass die Bedingungen passen und es nicht zu regnen beginnt. Aber was ich nicht empfehlen kann, ist, das Außenzelt über das Innenzelt zu legen und aufgrund von Platzproblemen nicht vernünftig abzuspannen. Denn dann kommt es zu massiven Kondenswasserproblemen. Das ist die Pest, wirklich. Aber, und das liest man leider sehr oft über das Remote 2, wenn man das Zelt wirklich vernünftig abspannt und das Außenzelt vernünftig abspannt, und eine ordentliche Distanz und vor allen Dingen die Belüftung verwendet, die das MSR Remote 2 bietet, dann ist das Kondenswasser kein Problem. Dann hatte ich bis jetzt dieses Problem nicht, auch wenn immer wieder mal davon geschrieben wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt bleibt am Ende des Tages eigentlich noch eine Frage übrig. Wie ist es denn mit dem Schlafkomfort? Was ist mit kleinen Zusatzfeatures etc.? Das Zelt, das Innenzelt, hat innen zwei große Taschen, jeweils für eine Person. Das ist ganz praktisch, immer neben dem Ausgang. Der Ausgang hat Belüftungsschlitze, Sichtschlitze, alles Mögliche. Kann man alles mit Reißverschluss auf und zu machen. Das funktioniert sehr gut. Das Außenzelt muss nicht unbedingt mit einem Reißverschluss zugemacht werden, sondern das kann auch mit einem Klettverschluss zugemacht werden. Dadurch ist die Belüftung natürlich nochmal deutlich besser, denn das Innenzelt ist ja für sich allein stehend komplett abgeschirmt. Generell stellt sich für mich die Frage, wenn ich mir so ein Zelt kaufe, wie oft bin ich dann in Gegenden unterwegs, wo ich sage, ach, heute lasse ich mal offen. Wenn ich so ein Zelt habe, dann bin ich meistens in Gegenden oder zu Bedingungen unterwegs, die mich eher dazu verleiten, das Zelt so gut es geht abzudichten und zuzumachen. Und hier komme ich auch noch zu meinem nächsten größeren Kritikpunkt bei diesem Zelt. Die Planen, die unten installiert sind, entlang des Außenzelts, damit der Schnee sozusagen nicht reinrutschen kann, sondern es draufschneit und dadurch die ganze Geschichte nochmal eigentlich dichter wird, die haben ein großes Problem. Erstens mal, sie sind zu kurz. Also das Außenzelt ist zu kurz. Wenn ich das Ding komplett abspanne, dann habe ich ungefähr so viel Luft an einer Kante. Die Kante kann ich mir aussuchen, aber das ist Müll. Also warum mache ich das Außenzelt nicht 10 cm Länge von der Stofffläche her? Dann kann ich es tatsächlich bis zum Boden relativ schön abspannen. Diese Planen, die quasi für den Schnee da dran genäht wurden, die sind nicht an jeder Kante. Wären sie an jeder Kante, was natürlich nicht unbedingt sinnvoll ist, weil du hast ja nur zwei Ausgänge, beziehungsweise das macht halt einfach keinen Sinn, aber das hätte den Vorteil, dass das Außenzelt damit automatisch groß genug wäre, von der Fläche her, von der reinen Fläche her, dass es überall drüber liegt. Also ganz zu Ende gedacht wurde das nicht. Wieso hat man nicht einfach diese Schneeplane überall einfach dran genäht? Oder wieso hat man die Fläche des Außenzelts nicht einfach ein bisschen größer gemacht? Das sind Fragen, wo ich mir denke, das ist ja nicht notwendig. Es ist, ja, also das sind Fehler, bei denen ich mich frage, ob die tatsächlich nicht bedacht wurden, weil ich glaube, dass in diesem Zelt mindestens 1-2 Jahre Konstruktionsarbeit und Designarbeit stecken und das Gesamtergebnis ist sehr gut. An solchen offensichtlichen Problemen hätte es nicht scheitern dürfen. Es hätte daran nicht scheitern dürfen. Und jetzt kommen wir noch zur Relation. Ist das nicht alles Meckern auf hohem Niveau, was ich hier betreibe? Die Nähte sind wahnsinnig gut verarbeitet. Das Material ist wirklich wasserabweisend und komplett dicht und es ist beeindruckend, mit was für einer Robustheit hier auch gearbeitet wurde. Die Stangen, ich habe es ja vorher schon erwähnt, die Stangen sind
absolut mindblowing. Es ist Wahnsinn, was die Dinger aushalten und was die Dinger können und wie robust sie sind und wie schlecht man mit ihnen umgehen kann. Das macht einfach überhaupt nichts. Das sind Dinge, die kennt man von so Standardzelten einfach nicht. Das ist alles großartig. Aber wir sprechen auch von 900 Euro. Man muss 900 bis 1000 Euro für dieses Zelt bezahlen. Das ist viel Geld. Wenn ich mir einen Rolls Royce kaufe, dann freue ich mich auch nicht über elektrische Fensterheber. Und das ist die Relation, von der wir sprechen. Die Tatsache, dass Heringe fehlen, die Tatsache, dass ich 5 Millionen Abspannmöglichkeiten habe, das ist nicht zu Ende gedacht worden. Die Tatsache, dass ich ein Außenzelt habe, was nicht groß genug ist, um, wenn ich es richtig abspanne, über mein Innenzelt zu passen. Und dann habe ich Schneeplanen, die ja wahnsinnig schlau wären, aber nur, wenn die Fläche ausreichend groß wäre. Das ist nicht zu Ende gedacht. Versteht mich nicht falsch. Dieses Zelt hat eine sehr, sehr begrenzte Zielgruppe. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Wir reden hier von Leuten, die auf Expeditionen gehen, Leute, die auf Winterbergsteigen gehen, die Nordwände beklettern wollen und dafür bivakieren müssen etc. Da macht das ja auch alles wahnsinnig viel Sinn und ist super intelligent, dass es das so gibt, dieses Zelt. Es hat super gut funktioniert. Alles, was ich damit bis jetzt gemacht habe, hat super gut funktioniert. Ich bin ein zufriedener Kunde. Auf der anderen Seite will ich euch sagen, nicht jeder wird dieses Zelt unbedingt brauchen, aber wer es hat und vor allen Dingen wer das Geld dafür übrig hat und sich dieses Zelt kauft, wird merken, es ist schon verdammt gut. Es hat alles, was man gerne haben will. Man kann darin kochen, also vielleicht besser nicht im Innenzelt, aber man kann jedenfalls beim Vorzelt wahnsinnig gut kochen. Es gibt die Belüftungsmöglichkeiten, damit man da drin nicht stirbt. Es gibt wirklich viele durchdachte Punkte, die nur in diesem Zelt so gut funktionieren und in der Konkurrenz definitiv schlecht. Es gibt so viele schlechte Zelte am Markt. So unfassbar viel schlechte Zelte. Und die sind von vielen Marken. MSR macht mit diesem Zelt sehr vieles richtig. Es ist quasi die logische Antwort auf das Access und auf das Hubba Hubba, die beide sehr, sehr erfolgreich waren. Und das ist sozusagen die Steigerung der Qualität auf ein absolutes Maximum. Hubba Hubba sind gute Trekking-Zelte und super leicht. Das Access ist ein gutes Three Seasons Zelt bzw. Four Seasons Zelt mit ein paar Abstrichen und das Remote ist definitiv das Four Seasons Zelt mit dem Anspruch auch auf Expeditionen, vor allen Dingen auf alpinen Expeditionen, verwendet werden zu wollen. Die Konkurrenz kann sich hier sehr viel abschneiden. Also dieses Zelt zeigt Konkurrenten, vor allen Dingen schlechten, also wirklich schlechten Konkurrenten, die aber immer so als die Top-Marken etabliert sein wollen, den Mittelfinger. Und das finde ich gut, das gefällt mir. Kommen wir also zu einem Fazit. Auf dem Papier ist das MSR Remote 2 wahrscheinlich eines der am besten konstruierten Zelte auf dem Markt. Vielleicht nicht unbedingt Platz 1, aber jedenfalls unter den Top 10. Mutige Materialentscheidungen und intelligente Konzepte machen es eigentlich zu einem echten Superzelt. Jedoch wirkt das Zelt auf der anderen Seite auch so, als würde MSR hier den Kunden mit Funktionen und Features erschlagen wollen. Also mit Kanonen auf Spatzen schießen, könnte man sagen. Und trotzdem bleibt dann aber auf der anderen Seite Dinge wie ausreichend Heringe irgendwie einfach auf der Strecke. Womit die Frage bleibt, ob dieses Zelt am Ende des Tages nicht doch ein wenig zu teuer und vor allem für viele Anwenderinnen und Anwender etwas too much ist. Auf der anderen Seite kann ich für mich sagen, ich liebe dieses Zelt. Ich nutze es gerne und trotzdem wünsche ich mir irgendwo auch gleichzeitig ein besseres. Wenn euch dieses Produktreview gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, freut mich immer sehr und das hilft mir natürlich auch immer sehr. Welches Zelt habt ihr denn eigentlich so im Einsatz und vor allem für welchen Preis? Das würde mich wirklich interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.